Ich wollte das hier gucken, Chat. Ich weiß nicht, normalerweise, ich gebe mir seine Videos nicht aktiv, aber ich dachte mir, das könnte man sich gönnen. Weil Monte Room Tour und so, Monte besuchen, Montana Black Content. Ich weiß nicht, das interessiert mich immer so ein bisschen. Donis versus FC Barcelona, UCL Stadion Vlog plus Monte besuchen. Bro, ich habe keine Ahnung vom Fußball, walla, gar nichts. Heute gibt es einen UEFA Champions League Stadion Vlog. Wir fahren nach Hamburg und dort spielt Schachtar Donetsk vs. den FC Barcelona. Ich glaube aber jeder Deutschsprachige, der sich ein bisschen mit Fußball auseinandersetzt, guckt Wiska Barca. Kann das sein? Ich bin gerade aber noch in Berlin und fahre nun gleich los Richtung Buxtehude. Ich habe einiges zu erzählen. Nein, nein, nein! Junge! Ey, wisst ihr, was damals übelst verstörend war? Dieser Astagfirullah. Ich will jetzt nicht alte Leichen auspacken, aber dieser Content mit seiner Schwester und so, wisst ihr noch? Und der Youth-Content, Mert, chill doch, du Dreckiger. Statuen? So schönes Wetter, frische Luft, 8 Uhr morgens. Und ich war hier eingeladen von Audemars Piguet auf einem Event, wo uns die neue Kollabo gezeigt wurde mit Matthew Williams. Der war sogar auch noch vor Ort. Boah, er wird aber auf richtig viele so Events eingeladen. Ich habe gesehen, er wurde dieses Dings Ballon d'Or eingeladen. Habt ihr gesehen? Er hat Messi und so gesehen. Abends beim Dinner hat sich dann sogar noch einen Anzug an. Ich blende euch mal ein paar Bilder ein. Justin war auch noch am Start von Peso. Dann habe ich endlich mal ein Real-Life kennenlernen können. Oh nein, Justin. Bro, ich meine, das ist nicht böse. Ich finde, Justin sieht immer so goofy aus, ne? Also ist ja, Bro, er feiert das ja selber. Ich meine, das ist nicht böse, aber ich... Endlich mal ein Real-Life kennenlernen können, weil ich kenne ihn ja schon seit über 10 Jahren noch von der uralten Bubble. Karlin, der Rapper, war auch noch am Start. Beide waren richtig korrekt. Wir haben sehr viel gelacht. Und ja. Ich freue mich heute aber auch heftig auf das Spiel, weil alleine von unserem Fanclub... Ich finde aber krass, wie er sich aus seiner Miese rausgeboxt hat. Ja, das ist das Ding, daran merkst du auch nicht, alles bleibt so wie für immer, ne? Boah, er hatte diesen Hate, er hat sich da rausgedingst. Und man muss auch sagen, er wurde ja auch psychisch ein bisschen unter Druck gesetzt von seiner Schwester und ihrem Ehemann und so. Das hat man ja im Nachhinein dann erfahren. Ich kenne mich mit dem Thema nicht krass aus, aber er konnte dann nicht krass was dafür angeblich. Ach, chillig, wir sind hier am Zoopalast. Da war ich ja mit Sidney und seinen Kumpels im Kino vor 2 Jahren. Das ist schon ein geiler Lifestyle generell, ne? Von Stadt zu Stadt reisen, da vloggen, drehen, pipapo, Mexiko. Boah, aber mit Jetlag und so, da wirst du auseinandergenommen. Ich laufe jetzt erstmal zur Six-Station und schnapp mir ein Mietauto. Und ich besuche dann den Monte, Freunde. Er hat mir nämlich gestern spontan geschrieben und meinte, ey, Barcel, du bist doch eh in der Nähe. Penn doch bei mir im Gästehaus, im Gästezimmer. Agatha ist auch am Start, sie kümmert sich um dich. Du kannst ja mein Setup setzen und zocken. Weil mittags bin ich erstmal alleine ohne ihn, weil er auch im Geschäftstermin ist. Also typisch Monte, der war schon immer ein sehr guter Gastgeber. Ich freue mich auf jeden Fall mega, Freunde, ihn wieder zu sehen. Und let's go! Ey, wie geil, ich habe sogar ein kostenloses Upgrade bekommen auf einem 5er BMW, wie entspannt. Bro, bei Autoverleih das Nervigste, was gibt, die wollen immer Kreditkarte, ohne Scheiß. Und da ist das gute Stück. Ab geht's nach Buxtehude. Wir brauchen circa 3,5 Stunden von Berlin aus. Und ich bin auch heute das allererste Mal... Walon, alaikum salam. ...in meinem Leben im HSV-Stadion. Aber keine Sorge, ich gehe auch mal auf ein richtiges HSV-Spiel. Ja, Leute, wer ist denn da? Ui. Carlo, du bist ja ein Fein. Hallo, wie grüßt du mich hier? Bruder, der Bre hat aber Wohlstand, ne? Er kriegt gut zu essen. Süß ist der, Leute. Ich habe ihn damals gesehen, als er noch richtig klein war. Du kleiner, uiuiui, du schnurst ja richtig. Uiuiui. Ey, diese Geräusche, so süß, what the fuck. Ich bin gerade angekommen, der Garten hat mir hier die Tür aufgemacht. Monte ist leider schon weg, aber den sehen wir dann später, Freunde. Und das ist hier das Gästezimmer, wo ich pennen werde. Hier ist auch noch ein zweites Setup von Monte. Ich kann euch gleich mal ein bisschen zeigen. Oh, Monte, super bequem. Ich hoffe... Oh Gott, der ist ja so goldig. Alter Verwalter, ey. Also für eine Zweitstation ist das natürlich mega sick. Boah, das sieht richtig geil aus, dieses Nintendo GameCube. LED-Schild auf Oldschool angelehnt. Wie alt ist Kylo eigentlich, Chat? Weiß das irgendwer? Player of the Match, Fußball-Event. Ah ja, da hat Monte Barbara rausgehauen. Auch geil, Need for Speed Underground. 8, 7, 10, 10 oder so. Heftig, er ist schon relativ alt, ne, für einen Hund. Der hat den seit 2013 circa. Heftig. Piep natürlich. Ja, da hat er schon alles durch. Mein Hund ist 13 geworden. Tschüss, Patchouli.
Und für mich, ja, drei Bildschirme noch am Start. Monte meinte auch zu mir, ich kann eigentlich alles filmen, aber ich möchte jetzt nicht irgendwie in die Garage. Ey, ich schwör's euch, mit Haustiere und so, bis ihr nicht einmal selber ein Haustier hattet, Freunde, ihr werdet niemals verstehen, diese emotionale Bindung, die man zu diesem Tier aufbaut. Walla, bei mir auch, ne, wegen Panda und so, wo das ist ja so das erste wirklich richtige Haustier, was ich selber besessen habe. Junge, diese Bindung, die du zu diesem Tier aufbaust, das ist crazy. Wir gehen und den Lambo aufnehmen, Freunde, da warten wir lieber auf ihn später noch. Einmal wie Monte fühlen, Freunde. Und Kylo ist unterm Tisch. Die ganzen Playbuttons hier im Hintergrund. Die Crew. Spontaner Black, richtiger Kevin. Dann fehlt nur noch der für Montana Black, ne? Aber richtig groß, ne? Für ein Gästezimmer. Was überall für geiles Zeug rumliegt. Das Mauspad sieht ja auch richtig cool aus. Da noch so ein kleiner Lambo als Miniatur. Ja, Kylo? Kylo? Schauen wir mal ins Wohnzimmer, oder? Kylo, komm! Chat, wie alt werden Katzen im Schnitt eigentlich? So alt wie Hunde oder ein bisschen jünger noch? Kann man das überhaupt pauschal sagen, abhängig von Rasse? Digga, wie gemütlich ist das bitte? In den Stories kommt es alles nochmal so ein bisschen anders rüber als in Real Life. Ich war ja schon mal einmal hier. Älter, nee, viel älter. Wie alt werden Katzen, wie alt werden Hunde ungefähr im Durchschnitt? Freunde bei Monte, aber da war alles hier noch eine komplette Baustelle. Ich weiß noch, da stand das Gitter hier schon, aber die Fische und das Wasser war alles noch nicht drinnen. Hat das Licht ist hier gerade ausgemacht. Da sehen wir einen. Schlafen die gerade drüben? Ja, Monte wird uns bestimmt hier nachher alles nochmal genau zeigen. Ich weiß, er liebt das immer auch. Hunde 14, Katzen 20. So jung? Ich dachte Hunde so 16 bis 20. Den Lambo anzumachen für seine Gäste, einen kleinen Soundcheck. Kater macht, glaube ich, hier gerade so ein bisschen Hausarbeit. Ich werde jetzt gleich etwas noch was zu essen bestellen. Hier geht's runter in den Gaming-Keller. Uiuiuiui, Digga. Sieht so geil aus hier auch nochmal. Aber schon cooles Haus, wirklich. Allahumma barik. Also hier steckt so viel Liebe im Detail, Freunde, im Haus. Richtig, richtig gemütlich, aber auch geiles Haus, wirklich. Mit der Fußbodenheizung, Digga. Und vor allem überall so viele Pflanzen. Richtig schön. Bro, auch todessüß, dass er ihn einfach so allein in sein Haus lässt, ne? Ohne Scheiß, richtig sympathisch, Bro. Also, dass er ihm so krass vertraut. Gata, du bist im Keller, oder? Du bist im Keller, oder? Ja, ich bin im Keller. Ja, Monte meinte, ich kann hier mal reinschauen. Ja. In sein Reich da unten. Sein Raum hier, ne? Mit den ganzen Graffitis. Geil. Spielzimmer. Für Erwachsene, ne? Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Boah. Geil. Gameboy Color. Ich habe leider als Kind nie einen Gameboy bekommen. Hier auch mit den ganzen Granity-Dosen. Ich weiß gar nicht, wie man hier Licht anmacht. Ist das die Mutter? Nein, nein, das ist seine Haushälterin, die zu Hause sauber macht und so. Leute, das wird uns Monte dann nochmal in Ruhe zeigen. Aber hier kann man schon so ein bisschen... Warte mal, ich mach mal Blitz an. Ja, das kann man schon ein bisschen besser kennen. Aber Monte wird es uns dann nochmal genauer zeigen. Ich habe als Kind neben... Wirklich ein sehr geiler Raum. Nämlich nie einen Gameboy bekommen, weil meine Eltern immer gesagt haben, Antonelle Augen werden dadurch viel zu... Boah, aber für Agatha, das ist so ein Baba-Job, ne? Das ist so ein guter Beruf für sie, Bro. Sie macht einfach gutes Geld, wirklich. Also überdurchschnittlich für ihren Bereich. Schlecht, aber PlayStation dann schon. Also, ohne Sinn. Deswegen Pokémon und so habe ich leider nie gezockt, Digga, auf dem Spielplatz damals. War ich immer richtig neidisch auf meine Kollegen. Ich sag's euch, Leute, der weicht gar nicht mehr von der Stelle. Der ist ja so schmuseverwöhnt. Der genießt das in vollen Zügen, ne? Der will gar nicht mehr, dass ich aufhöre. Ich laufe gerade so ins Gäste-WC rein und auf einmal habe ich so Vögelgezwitscher. Dann denke ich mir so, als ob man das so von draußen so laut hört. Aber Monte hat hier einfach so Lautsprecher eingebaut, wo man Vögel hört. Also selbst auf der Toilette. Wie fucking weird! Toilette hier bekommt man ganz viel Natur, aber auch passende Bilder sind hier eingebaut. Hier der Zug zum Beispiel auch mit so einem sicken Graffiti. Richtig fresh. Ich denke, Barca wird heute ein Schützenfest übrigens auch hinlegen. Ich sag mal 5-1 für Barca. So Leute, ich chill jetzt. Wir haben das auch. Ist nice. Tschüss, Selim. Gönn dir, mein Bri. Bisschen auf der Couch, Kylo. Monte vertraut ihm so, weil sie sich seit Anfangszeiten kennen und zusammen groß geworden sind auf YouTube. Richtig cool. Bro, weißt du, was mich abfuckt? Manchmal zum Beispiel, wenn Elotrix und Montana Black zusammen zocken und irgendwie Elotrix mit ihm Spaß macht oder irgendwie ihn frontet oder so, sagen so Leute, ja, Elotrix soll mal lieber seinen Mund halten, ohne Monte wäre er nix und so. Bruder, damals war eigentlich Elotrix die große Nummer. Bro, nur die Oldschool-Hasen wissen das, aber eigentlich damals Elotrix war dieser krass gehypte Typ, ohne Scheiß. Bro, die Leute checken das gar nicht. Kommt natürlich hier direkt wieder hoch.
Ja, schau. Eigentlich, man kann eher umgekehrt sagen. Natürlich, die haben sich gegenseitig gepusht, Bro. Aber also, man darf auch Elotrix seinen Respekt nicht absprechen. Bleib aber nicht mehr allzu lange. Ich warte jetzt auf das Sushi. Ich habe mir etwas bestellt. Und danach... Elotrix war der größte COD-YouTuber in Deutschland. Es ist so. Gehe ich dann zu den Barca-Fans, weil da gibt es noch ein Treffen vorm Spiel. Und die Sushi-Sucht kickt wieder rein. Boah, Sushi. Ich war auch die letzten zwei Tage richtig Sushi-süchtig. Sieht sehr, sehr geil aus. Ach, geil. Jetzt ging das Aquarium automatisch an. Die Fischchen haben ein kleines Päuschen bekommen. Boah, das sind ja teilweise... Jihad, Aleikum Salam, mein Bri. Ich kein Spezialist, wie die heißen, aber sehr spacey. Oha, der lässt sich da unten auch gut gehen, auch so ein kleines Fischchen. Richtig sick. Kylo, ich gehe jetzt. Kylo, wo ist denn Kylo? Ich habe jetzt schon Barca-Trikot angezogen, hier über dem Hut. Bro, ist ja auch ein Vibe, nennen, neben dem Aquarium ein bisschen Sushi essen. Ach, da ist er unter dem Tisch. Kylo. Onkel Monte. Oh. In meinem vorigen Vlog hast du auch schon einen Wilson. Ja, ich habe gerade Kohlensäure getrunken. Was soll ich machen? Ne? Was geht? Alles klar? Sehr gut. Leider aus privaten Gründen, Freunde, können wir nicht zusammen ins Stadion heute gehen. Aber ich muss sagen, bei dir zu Hause ultra gemütlich. Ich habe es schon mal gesehen, als es so angefangen wurde in einer Baustelle. Richtig geil geworden. Und du hast im letzten Video habe ich auch die ganze Zeit gemacht, weil ich gerade was gegessen habe. Jetzt habe ich gerade Anton hat sich Sushi bestellt. Ich habe gerade ein Stückchen probiert, also veganes Sushi. Deswegen, ich habe noch voll gerade, ja. Ja, was soll ich dir sagen? Ich sage ehrlich, ist schon... Freunde, ich sage euch, wie es ist, ne? Ich bin vielleicht nicht konform mit jeder einzelnen Sache, die Montana Black sagt. Er hat auch hier und da vielleicht Dinge gesagt, so, wo ich mir denke, Bruder, what the fuck? Aber ohne Scheiß, Bro, ich mag ihn todes. So, ich weiß nicht, wenn ich Monte sehe, Bro, ich bin so ein bisschen happy, keine Ahnung. Mir fällt es immer wieder auf, wenn ich so zum Beispiel in teuren Hotels bin oder so. Egal wie schön es da ist, wenn ich hierher komme und das natürlich, weil es mein Zuhause ist, ich fühle mich hier so ultra wohl. Ja, glaube ich dir sofort. Also ich bin gespannt, wie ich heute schlafen werde. Monte, ist es okay, wenn wir einmal den Lambo anschauen? Oder? Ja, können wir machen. Die gerade. Ach, easy. Ja, hier steht das Baby. Ach. Was soll ich denn sagen, ne? Krank. Ist ein ultra verrücktes Auto. Okay. Weißt du, was ich cool finde, Monte? Dass du die Selbstdisziplin hast, dass du das Ding nicht oft fährst. Damit es halt immer noch was Besonderes bleibt. Ja, ja. Fühlt ihr aber die Farbe, was sagt ihr? Ich muss zugeben, die Farbe ist nichts für mich. Ohne Scheiß, ne? Also hätte ich in einem Paralleluniversum einen Lambo, bestimmt nicht in der Farbe. Oh, ich hab den jetzt. Nee, null, nee, Textmarker, nee, nee, auch nicht. Okay, okay, Ehre. Ja, das müssten mittlerweile über 4 Jahre müsste das sein. Ja, ich habe ihn über 4 Jahre und gelaufen ist er. Warte mal, das gucke ich jetzt mal ganz genau nach. Okay, kannst du den noch einmal anmachen? Warte mal, er hat den seit 4 Jahren und jetzt guckt der Kilometerstand. Schwierig. Wenn ich ihn anmachen würde, wird die Alarmanlage scharf gehen, weil die Vibration an den Scheiben zu. Aber früher hast du den Gästen immer den so stolz präsentiert, gell? Ja, da hatte ich noch ein anderes Sicherheitssystem. Ah, okay, schade. Ach so, voll nervig. Heißt also, bevor er den Lambo fährt, muss er die Alarmanlage ausmachen und erst dann losfahren. Egal, nächstes Mal. So, was haben wir gelaufen? 7.824 Kilometer. Ja, das ist echt... Das ist Gott. Hä? In 4 Jahren 7.800 Kilometer? 3 Jahre, ja, ja. 4 Jahre. Ich bin einmal normalen Huracan gefahren. Das ist voll wenig, ne? War eigentlich wie so ein R8, klar, aber halt wirklich angenehm. Also du kannst... Bruder, das ist übelst wenig. Du kannst auch entspannt fahren, ne? Ist jetzt nicht so, dass der jetzt voll ausbricht sofort und so. Ja, also... Der Performant. Der fährt den ganz selten. Okay, aber kann man bei dem Auto sagen, dass es so seinen Wert beibehält, während er da steht? Oder steigert sich der Wert, der Wert davon sogar? Ist nochmal deutlich aggressiver. Okay, okay. Ja, ja, der Wert ist gestiegen, definitiv, das steigert sich, ja. Heftig, ey, das ist schon geil dann. Ich finde, solche Sachen kann man mit der Aussage nochmal krasser erklären, wieso man sie hat, wenn man zum Beispiel sagt, dass es eine Wertanlage ist. Ja gut, den hört jetzt nicht, ne? Ja, geil. Wann hast du das letzte Mal von unten gestreamt? Schon länger, gell? Monate her. Monate sogar? Ja, Monate. Krass. Unten streame ich aktuell gar nicht. Die Leute denken ja, hier ist irgendwas kaputt oder sowas. Mhm. Ah, das Aquarium war vorhin, glaube ich, nicht an, ja. Da sind wir dabei irgendwas. Warte mal, welcher Tag ist heute? Dienstag? Heute ist Champions League Dienstag, ja. Da kommt sowieso der Fisch an. Ah, da sind noch ein paar Nemos. Übrigens für die neuen Zuschauer, die uns vielleicht noch nicht so lange kennen oder auch meinen Kanal verfolgen. Monte und ich kennen uns schon seit 10 Jahren. Ach, schon heftig. Das erste Video, was ich von ihm gesehen habe, war ein Hacker.
Bro, das Ding ist eigentlich zu der Bubble, es war ja damals so dieses Visca Barca, Muscle Scorpion, Allotrix, Montana Black, Upper Red, Steel Bree. Bruder, das war ja eigentlich so eigentlich diese Gang, diese Clique, ne, die man zusammen irgendwie assoziiert hat. Das ist schon heftig. Ein Video auf Carrier. Da hast du dich über die aufgeregt. Genau. KS-Freak und so einen. Videomäßig die Serie. Genau. Damals, ja. Da war ich richtig entsetzt darüber und hab dann einen Kommentar verfasst. Und ich weiß noch, ich habe bei Monte mal auch bei seiner Oma gepennt, als er noch im Dachgeschoss gewohnt hat. 100%, ja. Ich muss eigentlich mal so ein, zwei Clips nennen, wo ich auch einen Zug skaff und so. Das war eine gute Zeit, ja. Hey, du, die Story fang schon mal an, Digga. Ich war ja schon mal in Köln, da hab ich... Boah, stimmt, der Raum. Stimmt, da war ja noch mit... Hieß die Anna? Da war doch damals mit Anna noch, ne? Mit den roten Nikes gekauft. Sag nochmal, ja, warte ganz kurz. Jetzt mit Licht, Digga. Okay. Okay. Junge, diese Cracklache. Bist du bereit für das LED? Yes. Okay, 1, 2, 3 und Abfahrt. Boah, schon geil. Ich habe hier Ewigkeiten schon nicht mehr gestreamt. Ja. Ich habe hier aber ein neues Setup. Also das ist alles hier neu eingerichtet, neue Monitore, neuen PC mit eingebauter PS5. Mhm. Habe ich noch nie genutzt, muss ich gestehen. Ich stream halt momentan von oben. Oh, da ist sogar noch die PlayStation 3. What the fuck, er hat noch PlayStation 3 im Setup, das ist schon Ehre. Und ich, Leute, wir verbinden ja so eine geile gemeinsame Safe. Black Ops 2 Zeit. Ich hab meine allererste PlayStation, geil. So die dicke habe ich aufbewahrt im Wohnzimmer, so als Deko. Meine ist Schrott gegangen, ja. Ich hatte eine rote PlayStation 3. Okay. Ja, es ist halt hier, ne? Hier hinten ist nichts. Die Leute haben gedacht, auch aus meiner Community, hier unten ist irgendwas kaputt oder hier funktioniert es nicht mehr. Aber hier ist alles noch intakt. Ich bin halt momentan einfach eher oben am Stream. Das fühle ich momentan mehr. Ja, so, ich. Bro, einfach in einem Haus zwei Streaming-Setups, man kennt's. Okay, ne? Ich muss mal kurz einmal auf. Fühl ich irgendwie nicht, sieht ungemütlich aus, no joke. Das klingt vielleicht komisch, aber glaub mir, Selim, dein Streaming-Zimmer muss so sein, dass du da reingehst und es Klick macht und du arbeitest. Und du denkst, dass das Arbeit ist, ohne Scheiß. Es muss nicht dieses Ding sein, dass du im Sinne von denkst, oh, jetzt gehe ich chillen, jetzt schlafe ich und so. Bruder, das darf gar nicht sein. Das ist sogar ein psychologisches Muster, deswegen sagt man, du solltest nicht da, wo du schlafen gehst und chillst, sollst du nicht arbeiten. Du sollst da nicht dein Arbeitssetup aufbauen. Du sollst da keine Bürotätigkeiten machen, sondern sie davon fernhalten und eine eigene Ecke machen zum Arbeiten und wo du irgendwie voll in deinem Fokus bist. Ich schwör's euch, ich glaube sogar, wenn ich kurz das mit Malik ansprechen kann, ich glaube, das ist ein ganz großes Problem für ihn, weil guck mal, Malik, ne, Bro, er hat sein Schlafzimmer und er schläft da und er hat daneben sofort sein Setup. Und ich glaube, das ist das, was seiner Psyche manchmal gar nicht gut tut. Dieses, Bruder, schlafe ich hier oder arbeite ich hier oder was mache ich gerade? Oh, hier ist nebenan Couch, ich penne mich hin und so. Und bei mir ist das halt nicht. Ich habe hier dieses Zimmer, ich weiß, ich bin hier drin und ich arbeite und das ist für mich so voll dieser Fokus und das hilft mir voll. Sind da diese Travis Scott Anniversary Schuhe drin, oder was? Nee, das ist die 20 Jahres PlayStation Edition einfach. Das ist PlayStation 4, 20 Jahre Edition. Ach, okay. Bro, die wird richtig viel wert sein. Ich sag euch, wie es ist. Warte mal, diese 20 Jahres Edition irgendwann mal, die wird tausende Euros kosten. Jahres PlayStation Edition einfach. Das ist eine PlayStation 4, 20 Jahre Edition. Ach, okay. Freunde, ich werde jetzt langsam mal Richtung Stadion fahren. Ja, es muss getrennt sein, arbeite auch von zu Hause aus, hundertprozentig Maladina, wichtig. Also, wenn du etwas nicht mehr als Hobby siehst, sondern es wirklich deine Arbeit ist und du damit deine Familie ernährst, dann muss das ein eigener, separater Bereich sein, wo du voll in deinen Kopf weißt, okay, jetzt ist Fokus. Und dann werden Mont und ich wahrscheinlich auch auf Kamera komplett noch chillen, aber lass uns gut gehen. Wir haben uns lange auch nicht so richtig in einer entspannten Umgebung wieder gesehen. Oh, ja. Ja, aber es ist witzig, ich war jetzt vor ein paar Tagen bei Carsten, jetzt bei Monte. Ich will eigentlich nur noch, dass ich Marcel abklappe in Berlin, aber es hat sich nicht ausgegangen. Ich bin hier im Design Hotel, glaube ich, heißt das in Hamburg. Und hier kann ich die Tickets abholen. Oh, Leute, habe ich Bock. Einfach in Hamburg, wie Barca. Geil. Tengo que recoger mi billete. So, let's go. Hola. Bro, der Brie ist so ein kranker Messi-Fan, ne? Das ist unnormal. Ah ja, er hat wegen Messi Spanisch gelernt. Bruder, das ist heftig. Hä, er ist doch Spanier? Nein. Ist Visca Barca nicht Russe, Chat? Nein, er ist Russe. Ja, er ist Russe, genau. Ui, Baby. Also von außen schon mal sehr vielversprechend. Das gute alte Volksparkstadion. Ich meine, HSV ist ein krasser Traditionsverein. Ist auch irgendwo logisch, dass sie so ein geiles Stadion auf dem Start. Bro, ich will auch einmal zu so einem Stadionspiel hier in Türkei gehen. Ohne Scheiß. Türkei, aber L. Meinst du Wasserbändiger? Hey, dieses Stadion ist doch voll krass hier, oder nicht? Leute aus aller Welt kommen hierher, um Spiele zu gucken. Zum Beispiel diese Derby-Spiele und so, habe ich gehört, soll krass sein. Musst dir erst Pass-O-League machen. Ja, ich kann nicht mal hingehen, ne, Büschra? Weil ich den keine ID habe zurzeit. Oh!
Oh, geiles Trikot. Ronaldinho. Alter, wie geil ist bitte das Stadion? Hä? Abu, du musst safe einmal im Leben Real Madrid oder Barca Stadion gehen. Wo war das nochmal? Alles klar? Was geht's? Kann ich von YouTube? Grüß dich, Alter. Danke. Er wartet die ganze Zeit schon auf dich. Oh, okay, komm. Ich danke dir. Kein Problem. Ich danke dir. Bitte. Ja. Ich warte schon so lange, dich zu treffen. Korrekt. Ey, und nochmal süß, ne? Auf meinem Trikot hinten ist Pedri, Freunde. Mama! Wird jetzt auch heute hier im Kader ein bisschen eingewechselt. Ey Freunde, ich sag's euch, hier ist so ein Abonnententreffen, Digga. Was geht ab? Alles klar? Ich habe aber das Gefühl, bei jedem türkischen Fußballfan ist so, Bro, die haben noch eine zweite Mannschaft, die sie ein bisschen okay finden, die sie noch akzeptieren. Und dann eine, die ist so deren Erzfeind. Und die Barca-Spieler kommen rein, Freunde. Gündogan natürlich wieder in der Startelf. Gavi auch am Schlüssel. Barca sind fast alle Hochkaräter auch in der Startelf. Also sie kommen hier keineswegs irgendwie mit der B-Elf angereist. Hier, die drei werden dann safe eingewechselt. Zweite Halbzeit. Lamine kann ich mir auch vorstellen. Nur Frank ist eigentlich noch verletzt. Boah, ich kann mir schon vorstellen, dass gefühlt jeder dort ihn kennt. Das ist schon heftig. Gegen Newcastle ein extrem wichtiges Heimspiel für die. Da oben winkt auch schon ein paar runter. Korrekt. And here we go. Die Mannschaften kommen hinein. Oha, es gibt sogar eine Choreo. Wie cool. Bruder, aber wie viele Menschen da sind. Gefühlt bei jedem Spiel ist dieses Stadion ausverkauft. Ich verstehe das nicht. Fast sogar ausverkauft, das Stadion. Krass. Schau mal da, da hast du kaum Plätze frei da oben. Der muss eigentlich zu Besiktas wechseln. Ach, du bist doch... Der muss zu Besiktas wechseln, weil die so laut sind, ne? Besiktas Fans. Ach so, Barca und Besiktas. Ich hab's dir schon gedacht, das Pfeifen ist ja im Blut bei denen. Ey, was ich mich gefragt habe, diese Kollegen von Ellie, ne? Spielen die noch aktiv Fußball? Diese Willi und Sydney, zocken die noch aktiv? Nein, oder? Nur Willi. Willi spielt noch aktiv, also er ist wirklich Fußballer. Heftig, Bro, dass er das so neben Streamen noch machen kann, das ist schon krass. Bro, wie laut die alle sind. Willi trainiert nur, spielt nicht. Krass. Ich dachte, Willi ist so ungefähr wie Nader Djindawi in der Liga, dachte ich. Nader ist schon höher. Okay, heftig. Bro, wegen diesem Ballon d'Or. Ich habe auch mitbekommen, Leute haben sich richtig gestritten, ne? Manche haben gesagt, es hätte eher mehr Haaland verdient. Die anderen haben gesagt, er hätte Mbappé verdient. Bro, die hatten richtig Beef miteinander, die Leute. Speed ist ausgerastet. Ja. Was sagt ihr? Hatte das Messi verdient oder eher jemand anders? Natürlich hat er es verdient. Haaland mehr. Messi, nein, Haaland. Finde Haaland oder Benzema. Ja, hat er, aber wieso fragst du? Ja, weil es mich das interessiert. Nein, safe Haaland. Messi null verdient, ohne Sinn. Haaland verdient Haaland. Bro, Haaland habe ich auch sehr viel gelesen. Oh mein, gefährlich, das Ding. Gute Parade. Bleibt standhaft. Barca ist noch nicht auf Betriebstemperatur, lässt ein paar Chancen zu. Wie wichtig ist denn dieser Pokal? Ballon d'Or ist halt so, das ist Flex für diese Fußballer, die das haben. Das ist wie wenn ein Schauspieler Oscar kriegt, ne? Ganz ehrlich, gut fürs Spiel, dass die gegen uns Tor machen. Bis jetzt die schlechtesten 40 Minuten von Barca. Icardi hätte verdient. Boah, ich schwör's euch, ihr werdet mich jetzt vielleicht schlachten, aber ich kenne Icardi nicht mal. Eine ganze Saison. Die einzigen gut spielen Gündogan und Araujo. Rest kann sich die Tonne kloppen. Hat Trainingsspielcharakter. Also Katastrophe, wirklich. Ist sogar gut, dass wir eins kassieren, weil jetzt wachen die Spieler vielleicht mal auf. Aber er kam schon auch wie aus dem Nix. Deswegen kam er nicht mehr ran. Überragender Kopfball, geile Flanke. Mein Gott, macht mich das sauer. Gewinnt doch heute einfach, dann seid ihr schon Erster. Und dann könnt ihr die nächsten zwei Spieltage gechillter angehen. Jetzt laufen sie dem scheiß Rückstand hinterher. Das war's, Leute. Halbzeit. Also wirklich ultra schlecht.
Ist eigentlich jetzt Messi der Fußballer mit den meisten Ballon d'Or-Auszeichnungen überhaupt? Oder gab es mal jemanden, der mehr hatte? Ich glaube, er hat jetzt 8 bekommen, oder nicht? Glaub ja, er hat 8, ja, aber gekauft. Yasin rastet gerade aus. Yasin ist der größte Fan von Messi, ne, hier im Chat. Die sagen 3 gekauft, weil er 3 mehr hat als Ronaldo. Bro, diese Fußballfans sind so toxisch, Walla, das ist geisteskrank. Wir haben schon ein paar richtig schnelle Spieler am Start, ne? Der Nummer 10er geht einfach ganz entspannt an der Raufe vorbei. Immer noch der Nummer 10er. Ter Stegen rettet uns vom 0 zu 2. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Das war ja auch noch richtig fein gespielt von Schachtjok. Iniesta Catalunya, Iniesta Barça. Kommt es eigentlich immer noch oft vor, dass sich diese Leute prügeln und so, so Rowdies? Ja, Hooligan. Genau, Hooligans, einen Landstreicher. Die machen Termin für Schlägerei. Geisteskrank, Bro. Bisschen hinter Ball rennen, aber Millionen verdienen. Was für ein Job. Ja, man kann jeder seine eigene Meinung haben. Ich bin auch nicht so der größte Fußballfan. Ich sag dir, wie es ist, aber wenn es so einfach wäre, dann würde es jeder machen. Dann wäre das ja nicht so, dass die so Geld damit verdienen könnten überhaupt. Also in gewisser Art und Weise hat er sich das schon verdient, dass er in dieser Position steht. Zum Beispiel jetzt ein Cristiano Ronaldo, Messi oder sonst irgendwer, Bro, die hängen da ja auch viel Arbeit rein. Wenn man da anfängt, man kann genauso sagen, okay, Vin Diesel, sein Geld voll unverdient und so. Ich meine, was ist schon gerecht am Ende des Tages, Chat, ne? Was ist schon gerecht, wenn wir da, wir sind irgendwie Hausfrau, arbeiten, passen auf ihre Kinder auf, haben zu Hause eine Riesenfamilie, gehen dann noch nebenbei arbeiten, schuften bis zum geht nicht mehr, haben finanzielle Probleme. So, natürlich, dann kann man sagen, diese Person hätte am allermeisten das allermeiste Geld verdient. So halt gesehen, aber natürlich, Bro, es geht halt um Business. Es geht darum, dass Leute hingehen, sich das angucken, Geld bezahlen, Merchandise, alles Mögliche. Das ist halt die Wirtschaft. Ganz ehrlich, soll es zählen? Soll es zählen? Sollen wir heute verlieren? Wir haben es verdient. Schachtel hat es auch verdient. Wir machen es gut hinten. Kontern eiskalt, kontern schlau, sind technisch versiert. Machen immer gut die Bälle fest. Soll es. Ey, ich muss zugeben, ich finde Basketball fand ich immer sehr geil. Ich würde auch gerne irgendwann mal zu so einem Basketballspiel in Dings hingehen, Amerika. 1-0 immer noch. Sehr gut. Schöne Beinarbeit. Nee, es war keine Hand. Schon Nachspielzeit, gleich ist aus. Ganz ehrlich, ich will gar nicht, dass wir den Ausgleich erzielen oder gewinnen. Wir haben es nicht verdient. Fermin. Pedri. Ich habe 200 Euro für das Spiel im Video bezahlt. Für das hier, da warst du? Odyssey, what the fuck? Ey, was ein Zufall. Jetzt hat Lamine, komm! 200 Euro, aber schon viel Geld, Bro. Oh, schön. Runtergenommen nochmal von Lewandowski. Ja. Oh, geil, ey! Ey, wie viel kostet so ein Fußballspiel in Türkei? Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn jetzt Galatasaray gegen Beşiktaş spielt und so, wie viel zahlt man da? Ich glaube, es war zu wenig, weil wir brauchen uns nicht drüber aufhören. Scheiß drauf. Das war's. Er pfeift ab. Ja. Finito! Herzlichen Glückwunsch! 400 Euro, 1000 Euro. Was? Derby ist teuer. Also, das verändert die Preise dann je nachdem. Wunsch. Schafft der Donitz. Hochverdient. Wirklich. Daniele. Tschüss. Ja, also, das war ein Schuss in den Ofen. Barcelona hat verloren. Wir hatten ja nicht mal eine 70%ige Chance. Wir waren nie gefährlich vom Tor, Freunde. Ich habe keine Worte mehr fürs Spiel. Aber ist Donetsk überhaupt so eine krasse Mannschaft? Komplett sauer. Ich hab die vergessen. Und, ja, das größte ist wieder am nächsten Mal sich verpassen. Donetsk ist mies scheiße. Oha! Ja, okay, aber die haben ja gewonnen. Da muss ja irgendwas dahinter stecken. Pflaumenpflücker-Mannschaft. Ist gut, aber nicht auf Weltklasse-Level eigentlich. Heftig. Ist Messi überhaupt noch dabei in FC Barcelona? Nein, oder? Ist er überhaupt aus der Mannschaft, Bruder? Ich hoffe, das ist jetzt keine L-Aussage.